So, hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, endlich, glaubt's mal. Ich habe jetzt heute Nacht noch ein bisschen was vorbereitet für heute und wir widmen uns heute komplett den Eimern und zwar auch mit den Einzelstimmen. Und was überhaupt von diesen Noten, die ich euch geschickt habe oder die ihr euch geholt habe, was da gesungen wird. Es wird nicht alles gesungen, es wird nur taktweise was gesungen, das sich dann wiederholt. Und das Allerwichtigste, dieses Lied müsst ihr, weil wir das bestimmt öfter mal in einem Gottesdienst brauchen, auch ganz spontan singen werden. Bei vielen, vielen Gottesdiensten kann man das einfach mal brauchen, zum Schluss oder wie auch immer. Das müssen wir hinbekommen, auswendig zu singen, also komplett ohne Noten, weil das muss so aus vom Stand-up her gehen. Das kriegen wir aber hin, weil es sehr, sehr einfach ist. Und ich weiß ja, dass ihr was könnt, also ist das wahrscheinlich für euch Peanuts. Mir geht es um die Wirkung, auch ein bisschen um die Show, klar. Und von daher eignet sich das gut. An dieses Amen wird ja dann eben dieses zweite Lied mit angehängt, da widmen wir uns dann nächste Woche, werden wir das angehen, welche Passagen daraus gesungen würden. Auch das muss auswendig sitzen. Das heißt, diese beiden Sachen sind so Standard-Gospels, die einfach auswendig sitzen müssen. Das kriegen wir aber hin. Vorab noch, ja, es gibt jetzt momentan so ein bisschen Verwirrung und hin und her, was das Proben betrifft. Ja oder nein, wie oder was. Ich war sehr euphorisch, als der Ministerpräsident verkündet hat, Chorgesang ist wieder erlaubt. Vielleicht war ich dazu euphorisch. Und die Ernüchterung folgte ganz kurz danach, nachdem ich das Hygienekonzept gelesen habe und nachdem ich natürlich auch das gelesen habe, was die Diözese, das Bistum vorschreibt. Das heißt, also Chorgesang erst mit Abstand und ja, ist möglich und mit Lüften und so weiter und also passt alles. Dann hieß es nein, kein Chorgesang, nur Einzelgesang und nur so Scholas oder kleine Gruppen, so bis 8 bis 10 Personen sind erlaubt. Das war der Stand bis gestern. Gestern kam dann, oder heute früh kam das Hygienekonzept der Diözese Regensburg, die das also sehr, sehr kompliziert macht, was ja auch bei dieser Corona-Geschichte verständlich ist. Also ich habe dafür volles Verständnis. Was mich maßlos ärgert, das ist, also entweder ich erlaub's oder ich erlaub's nicht. Das ist jetzt meine Meinung. Aber dieses, ja, Chorgesang ist erlaubt. Und dann geht's los mit aber nur kleine Gruppen, aber nur mit 2 Meter Abstand, aber nur, also letztendlich wird es kaum einen Chor geben, der das realisieren kann. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Chor, der das realisieren kann, der über 15 Sänger hat oder über 12 Sänger. Wird nicht möglich sein. Die Dummspatzen proben jetzt auch schon, die proben in Gruppen mit 10 oder 12 Leuten. Ich habe mir das heute im Fernsehen angeschaut. Die haben einen riesengroßen Saal, die proben im großen Saal von dem Dummspatzen-Gymnasium und da sind diese 12 verteilt und damit ist die Gruppe voll. Jetzt frage ich mich, wie wir das machen sollen mit unseren Chören. Ich kann euch natürlich anbieten, muss ich auch dazu sagen, immer vorausgesetzt, der Pfarrer stimmt dem zu. Wenn der Pfarrer sagt, nein, wir warten jetzt, das war auch seine Aussage, wir warten jetzt bis September und dann schauen wir weiter. Ich kann ihn nochmal fragen, ich werde ihn auch nochmal fragen, wie sieht es denn aus? Kann ich wenigstens mit kleineren Gruppen im Pfarrheim oder in der Kirche oder wie auch immer proben? Uns muss bewusst sein,
Es ist ein großer Aufwand. Wir müssen dort mit Mundschutz rein, mit Mundschutz raus. In den Pausen, wo gelüftet wird, muss der Mundschutz aufgesetzt werden. Es muss ein Mindestabstand von 2 Metern sein. Es müssen sich 30 Sekunden vorher die Hände gewaschen bzw. desinfiziert werden. Es muss ein Hygienebeauftragter bestimmt werden, der wahrscheinlich auch auf eine Schulung muss, damit wir überhaupt das machen können. Also auch da muss immer ein Hygienebeauftragter mit dabei sein. Wenn ich dann in 2 Gruppen arbeite, dann muss auch zwischen den Chorproben genügend Pause sein. Es müssen die Noten selber mitgebracht werden, selber mit nach Hause genommen werden. Es muss im Anschluss an die Chorprobe alles da drinnen desinfiziert und geputzt werden, heißt Stühle und Piano und wie auch immer. Ja, also so ist der Stand der Dinge. So sieht dieser Aufwand aus. Wir können natürlich jetzt proben, proben, proben. Wir werden aber in geraumer Zeit nicht irgendeinen Gottesdienst singen können, weil ich diese Abstandsregelung, weil ich ja nur mit einem Chor singen kann. Ich kann ja nicht mit 3, 4 Leuten jetzt euch rausnehmen und so, ja, ich nehme jetzt da den Teil der Leute und singe. Also es ist in der Kirche überhaupt nicht realisierbar, weil die Empore viel zu klein ist, damit ich mit 2 Meter Abstand singen kann. Das heißt, Proben unter diesen Voraussetzungen, also das heißt, der Chor teilt sich, und ich mache da 2 Gruppen oder 3, je nach Größe des Chores, und probe dann Einzelstimmen, was sehr langweilig werden kann. Also, ja, und was auch jetzt nicht, meiner Meinung nach, dann gerade bei den Kirchenmäusen, so dieses Gemeinschaftsgefühl, das man ja in der Chorprobe hat, wo man dann sich auch ein bisschen unterhält und wo man sich austauscht und man sieht sich wieder, ja, ist, und dann auch in der Pause und zwischendrin ist einmal ein bisschen ein Ratsch, ja, oder es wird mal ein Eierlikörchen getrunken oder es hat jemand Geburtstag oder wie auch immer. Das haben wir alles nicht, sondern es ist wirklich dann stumpf. Ich darf 60 Minuten machen, muss nach 30 Minuten mindestens 5 bis 10 Minuten querlüften. Ich weiß gar nicht, ob wir im Pfarrheim querlüften können, ob die Fenster links und rechts sind. Wenn da nur Fenster in der Front sind, dann können wir es eh gleich vergessen, weil dann können wir nicht lüften. Also, es werden uns sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Ich möchte gerne dazu euer Feedback haben, wie ihr das seht. Ja, wollt ihr oder von eurer Seite wärt ihr dabei zu sagen, wir machen das so in diesem geteilten Chor? Und versuchen da was auf die Beine zu stellen. Immer im Hintergrund, ich muss erst den Pfarrer fragen und sagen, ist das okay für Sie? Wenn der Pfarrer, was jetzt aktuell seine Meinung ist, er sagt, wir warten ab bis September, weil er denkt, im September wird das nochmal alles lockerer. Weiß es nicht. Also, das liegt bei euch. Mir wäre es recht, da euer Feedback zu haben, dass ihr mir da Bescheid gibt, per WhatsApp, wie ihr das Ganze seht. Ich bin schon ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil es in der ersten Instanz und das Hygienekonzept, das die Staatsregierung aufgelegt hat, ist wesentlich leichter. Da hätte ich wesentlich mehr Möglichkeiten gehabt, aber ist halt so. Es gäbe auch die Möglichkeit, in der Kirche zu proben. Da habe ich einen großen Raum, da könnte ich mit dem ganzen Chor proben. Das ist aber auch eine Sache, es muss jemand diese Kirche aufsperren, es muss jemand diese Kirche zusperren. Es muss zwischendrin gelüftet werden, es dürfen keine anderen Personen in diese Kirche rein. Das heißt, da muss einer dastehen und sagen, halt raus, nein. Wenn das ganz in den Abendstunden stattfindet, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir da die Einverständnis dazu bekommen. Aber es wäre das Leichteste, das wäre die einzige Möglichkeit, wo ich sage, ich kann mit dem kompletten Chor proben. Jeder sitzt in der Bank drin, ich sitze vorne mit meinem Klavier. Wenn er mich nicht versteht, dann habe ich nötigerweise vielleicht mein Headset an und dann könnten wir das so machen. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich muss es alles mit Pfarrer absprechen. Jetzt genug gelabert, wir sind hier zum Singen und zum Proben und zum Üben. Amen. Vorab folgendes. Ich habe jetzt eines gemacht. Ich habe das jetzt mal auf meinem Keyboard grob eingespielt.
damit wir jetzt überhaupt mal das Raster haben, dieses Amens, was wird überhaupt gesungen. Ich habe euch dann jetzt aufgeschrieben und ich sage das jetzt dann durch. Das könnt ihr euch dann mitnotieren, beziehungsweise ich werde es auch nochmal in die Gruppe, ins WhatsApp mit reinschreiben, welche Takte wir singen. Das ganze Amen beginnt mit zwei, drei Takten Vorspiel. Jetzt zum Üben, ja? Wie es dann beim Auftritt aussieht, es ist wieder eine andere Geschichte, da werden wir spontaner sein. Da will ich ja, dass eine Person einfach aus dem Volk anfängt zu singen und dann steigt alles andere mit ein. Aber jetzt hier zum Proben, ein paar Takte Vorspiel, dann zähle ich das Ganze ein, das hört ihr dann auch, wenn ich euch dieses Audio schicke. Und dann geht's los mit Takt auf der Seite 4 mit Takt 9. Bis Takt 31, Takt 9 bis Takt 31. Alles, was dazwischen steht mit so Strophen, Mary has a baby und was weiß ich alles und Christ is more, Christmas morning, also das ist ja ein Weihnachtslied eigentlich, ne? Oder bezogen auf Weihnachten, diese Ausführung, wird nicht gesungen, sondern es geht da rein nur ums Amen, ums Halleluja, das da drin steht. Nichts anderes wird gesungen. Das heißt, das wird vollständig ausgeblendet. Und ich habe nämlich im Takt 9 bis zum Takt 31 habe ich auch nur dieses Amen. In Takt 31 kommt dann eine sogenannte Bridge. Das heißt, es kommt ein Übergang von F-Dur auf G-Dur. Das ist ein Akkord. Und dann wird das Ganze weitergesungen von Takt 49 weg in G-Dur, da ist es dann schon dreistimmig, bis Takt 80, nein, bis Takt 73, genau. Da wird es gesungen bis Takt 73 und zwar auch nur dieses Amen immer, ohne Zwischengesinge, ohne Strophen, also bis Takt 73. Und von Takt 73 bis Takt 81, von Takt 73 bis Takt 81, das wird drei bis viermal gesungen. Wenn ihr also dieses Audio hört, genauso wie ich es euch jetzt gesagt habe, Takt 9 bis 31, 49 bis 73, 73 bis 81. Das sind die drei Taktarten. Ihr hört es dann aber auch raus, wenn ihr das Audio oft genug anhört, wird das gesungen. Ich werde auch jetzt nochmal dann später die Noten so kopieren und markieren und euch das gegebenenfalls nochmal so online stellen. Dann habt ihr auch nochmal das visuell, was ich meine, weil das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Okay, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Passagen, die mehrstimmig sind, also ich habe diesen Schluss, wo es dann ins Dreistimmige reingeht, klingt so. Dann so eingespielt in dieses Audio, dass ich einzeln mal, wenn ich wiederholt habe, die Stimmen lauter gespielt habe, sprich in den Männerstimmen oder in den tiefen Stimmen. Das ist jetzt alles Takt 73 bis 81. Oder dann die Altstimme, also die zweite Stimme, die Melodie eigentlich singt.
so habe ich das also gemacht. Man hört es raus, das ist für euch zur Unterstützung, dass ihr dann diese einzelnen Stimmen proben könnt. Wie ihr jetzt aufgeteilt seid, das weiß ich noch nicht. Also wer von euch jetzt Sopran, Alt, Tenor, Bass oder nur Männerstimmen und Frauenstimmen aufgeteilt, wie das jetzt bei euch gehandhabt war, weiß ich nicht, aber ihr wisst es. Und ihr wisst, welche Stimme ihr singen könnt oder müsst. Ja, so wäre dieses Ganze aufgeteilt. Es geht also wirklich tatsächlich los. Ich mache das Vorspiel. Ich kann jetzt mal das Keyboard laufen lassen, habt ihr ungefähr so eine Vorstellung. Ja? Es ist jetzt nur ein bisschen Unterstützung. Ich habe das so gemacht, dass ich hier ein bisschen so Rhythmus mit drin habe. Warum? Das sage ich euch später. Zwei Takte Vorspiel. Einstimmig los. Amen. 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 Und dann wird's mehrstimmig. So klingt das Audio ungefähr. Und dann habe ich dieses Ganze so durchgespielt. Takt 9 bis 31, dann habe ich weitergespielt mit Takt 49 bis 73 und dann habe ich gespielt Takt 73 bis 81 und das habe ich 3-4 Mal gespielt. Also immer die einzelnen Stimmen lauter. Mir ist jetzt wichtig, dann auch zu wissen, kommt ihr mit dem zurecht? Also ruhig mir schreiben und sagen, ich habe jetzt da Schwierigkeiten mit meiner Stimme, die zu singen, ich komme da jetzt nicht klar. Oder kommt ihr im Laufe des Hörens und immer wieder Anhörens und dann hört ihr ja, dass ich diese einzelnen Passagen lauter gespielt habe, hört ihr ja dann anhand dessen, wie das Ganze ist, wie das Ganze klingt und ob ihr damit zurechtkommt. Ansonsten, vielleicht kriege ich es hin. Na, einsingen ist schlecht. Aber es sollte eigentlich passen. Bei diesen Amen am Anfang ist es ja in F-Dur, es geht einstimmig los. Ganz normal wird zweimal einstimmig gesungen. Auch mit diesen Halleluja, das ist alles noch okay. Und es geht dann los bei Takt 25, da wird es dann mehrstimmig. Da geht dann in der Männerstimme unten. Wird nicht mehr gesungen Amen, sondern die singen dann Amen. Eigentlich ganz einfach. Amen. So teilt sich das auf. Nächster Takt, da wird es dann in den Frauenstimmen zweistimmig. Amen, ist klar. Amen. Und die Männer. War schon. Also relativ einfach. Und dann kommt diese Bridge, also das ist der Akkord, der rüberführt zu G-Dur. Wir springen rüber zu Takt 49 und dann wird es dreistimmig. Ba, ba, ba. Ah, das klingt jetzt schon mehr nach Gospel. Amen. Ganz einfach. Die zweite Stimme. Amen. Und die Tenor, Bass, Männer, Stimme. Amen. Ba, ba, ba. Dann geht's hoch.
was. Ja, dann wird das wiederholt und dann geht es zu dem nächsten Punkt, zu dem Takt 73. Da klingt es dann so. Da geht die Melodiestimme in die zweite Stimme. Okay, also, so ist das Ganze aufgeteilt. Hört euch dieses Audio an, das ich aufgenommen habe, das ich jetzt dann gleich online stelle. Und ich schreibe euch nochmal die Takte in die Gruppe rein, die relevant sind. Und dann könnt ihr euch auch das am besten, wie ich das gemacht habe. Ich habe das markiert. Ja, also ich habe hier meine Sachen und das dürft ihr mit den Noten ja machen, das ist ja kein Thema. Die Takte, die gesungen werden, markiert ihr. Das heißt, ihr müsst dann einmal zwischendurch blättern, aber das müssen wir ja alles nur so lange tun, bis wir es auswendig können. Jetzt kommen wir wieder zum Auswendig. Also ich will, dass das auswendig funktioniert. Ist ja auch nicht schwierig, so eine Passage. Das sind drei verschiedene. Einmal einstimmig, dann das dreistimmig in F-Dur und dann haben wir es dreistimmig in G-Dur. Bisschen anders gesetzt. Diese drei Passagen, wenn ihr, dieses ist ja immer das gleiche. Amen, 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 Amen. Halleluja. Okay? So. Und diese Passage müsst ihr auswendig können in zwei verschiedenen Tonarten. Sollte kein Problem sein. Und dann ist das durch, das Thema. Okay? Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch Hilfestellung braucht oder wenn ihr sagt, Mensch, spiel mir doch bitte nur jetzt mal meine Stimme ein in dieses Audio, dann tue ich mich leichter, dann kann ich das im Nachgang noch machen, das ist kein Thema. Und ich habe es deswegen jetzt so mit diesem Rhythmus aufgenommen, weil ihr vielleicht, wenn ihr das möchtet, euch sogar zu Hause damit aufnehmen könnt. Also ihr könnt jetzt euer Handy hinlegen und das auf Aufnahme stellen, so wie ich das jetzt gerade mache, und könnt über den PC, im YouTube-Kanal ist ja dann dieses Lied abgespeichert, das könnt ihr jetzt über den PC, über die PC-Lautsprecherboxen laufen lassen und eure Stimme mitsingen und das auf Handy als Video am besten aufnehmen. Und euch dann auch anhören, was den Effekt hat, ihr hört euch mal selber. Und wenn das ganz gut klingt, dann könnt ihr mir das an meine WhatsApp als abgespeichertes Video sogar schicken. Und wenn das ganz viele tun, dann kann ich das mit meinem Programm, das ich hier habe, abmischen. Und dann hören wir es, wie es im Chorklang klingt. Wenn ihr das möchtet. Also, wer sich das traut und wer keine Scheu, um Gottes Willen, ich muss jetzt nicht in die offene Gruppe sein, sondern ihr könnt ja, mich privat auf WhatsApp anschreiben und sagen, das ist jetzt mein Audio, das habe ich jetzt aufgenommen, ja, und stellt mir das zur Verfügung. Und je mehr da mitmachen, desto schöner wäre das Ganze, weil dann kann ich es nämlich abmischen und ich mische das schon ab, dass das gut klingt. Ich kann da auch kleine Nuancen noch mit ausgleichen. Und dann mische ich das ab mit meinem Programm und dann habe ich mal das Ganze, wie es im Chor klingt. Das wäre natürlich auch ganz toll. Okay, so viel zu heute. Also alles, was wir jetzt oder was ich jetzt tue, ist, ich muss alles jetzt mit dem Pfarrer besprechen. Macht mal alles, was ihr tun müsst, ist mir sagen, wollt ihr das machen mit diesem geteilten Chor? Oder sagt ihr, nee, also dann lieber gar nicht, weil das ist für mich kein Chorgefühl und das mit den ganzen Auflagen und mit dem ganzen Ding macht mir keinen Spaß, da ist mir meine Freizeit zu wertvoll, das will ich nicht machen, habe ich vollkommenes Verständnis dafür. Dann machen wir eben so online weiter, bis wir anderweitig was machen können. Was wir tun können oder was ich mir wünschen würde, wäre, weil das dürfen wir ja, wäre, dass wir uns einfach mal in einem Biergarten treffen, ja. Ja, dass wir
einfach mal irgendwas zusammen unternehmen. Vielleicht hat da der ein oder andere eine Idee, was wir da machen können. Man darf sich ja mit, knapp 100 Personen jetzt draußen treffen. Das sollte ja keine große Einschränkung sein. Vielleicht können wir auch mal an einem Abend, auch das muss ich besprechen, im Vorgarten proben. Aber da müssen wir dann Bierbänke aufstellen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Es ist alles sehr, sehr schwierig und ich bin nicht sehr happy. Also ihr sagt mir jetzt, wie ihr es gerne haben würdet. Weiter so online. Das machen wir so oder so. Chor aufteilen und nur mit ein oder zwei Stimmen immer singen. Oder ja, oder es bei online belassen und abwarten. Alles, was wir entscheiden oder alles, was wir zusammen besprechen, muss erst vom Pfarrer genehmigt werden. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende, heute einen schönen sonnigen Tag und wir sehen und hören uns. Kann ich euch noch nicht sagen, nächste oder übernächste Woche mit dem nächsten Teil, also mit dem zweiten Lied. Wer mag, schickt mir sein Audio. Wenn ihr Fragen habt oder sagt, ich komme nicht zurecht, dann schreibt er mir. Dann kann ich euch da nochmal unterstützen. Alles, was jetzt ich gesagt habe mit den Takten, das schreibe ich jetzt gleich in die Gruppe rein. Und es geht jetzt online das Audio und das, was ich jetzt hier gesagt habe. Alles klar. Schönes Wochenende euch und macht's gut. Tschüss.